Hallo an die Zwillinge und hallo natürlich auch an alle Crosswatcher. Wir machen jetzt das Mitte-Monats-Update für den Dezember, gucken mal rein in Sachen Liebe, ne, Privates und in das Berufliche. Und zum Schluss werde ich noch eine Karte rausfliegen lassen, sagen wir es mal so. Einmal als Tipp vom Universum, was du diesen Monat auf jeden Fall noch tun solltest oder beziehungsweise was du nicht tun solltest. Ja, alle Infos zu den Kartendecks und auch alle weiteren Infos zu mir, zu meinem Online-Shop, falls du eine private Legung möchtest, findest du in der Infobox. Wir schauen rein. Liebes Universum, was ist denn jetzt noch wichtig für die Zwillinge im restlichen Dezember in Sachen Liebe, Familie, Freundschaft? Und wir haben hier schon mal eine Karte auf dem Kopf, eine richtig rum. Die 9 der Schwerter und die 10 der Schwerter. Oh, okay. Also, hier verändert sich etwas noch auf den letzten Metern im alten Jahr. Zum einen kommst du hier zurück in deine Logik, ja, bist vielleicht auch wieder ein bisschen fleißiger, demütiger, grundsätzlich aber zufriedener. Mhm. Ja, du kommst ein bisschen aus deiner inneren Aufruhr, du hast eine innere Aufruhr, das heißt, du wirst quasi wieder erweckt, so sagt man auch, kommst aus der Angststarre raus und beginnst gefühlt aktiv Heilungsreise. Und das heißt auch, dass du hier vielleicht sogar mit irgendeiner Person einen endgültigen Schlussstrich ziehst, ne? Weil die Zehnerschwert, das ist so das radikale Ende. Du räumst im wahrsten Sinne des Wortes auf. Guckst nicht mehr in die Vergangenheit, sondern schaust in die Zukunft. Vielleicht hast du noch jemandem nachgetrauert, ganz leicht, in welcher Verbindung ihr gestanden habt. Ach, guck mal eine an. Und wir haben hier schon einen neuen Kandidaten bzw. Kandidatin. Das ist die Karte des Gegenübers. Dein Gegenüber kann natürlich auch weiblich sein. Münzkönig, jemand, der langfristig denkt, kann natürlich ein Erdzeichen sein, muss aber nicht. Kann auch sein, dass dieser Mensch einfach gerade in der Energie der Erde ist. Und dementsprechend auch das Thema Komfort und Sicherheit, Wohlstand, Erfolg, erreichte Ziele gerade als Hauptthema hat. Also tendenziell jemand, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Und aber du fühlst dich mit dieser Person scheinbar sehr, sehr wohl, denn es kommt die Mäßigkeit rein. Es fühlt sich für dich stimmig an mit diesem Menschen. Ganz gleich, worum es geht, ne? Ob es eine freundschaftliche oder liebestechnische Beziehung ist. Fühlt sich stimmig mit diesem Menschen. Du bist aber auch weiterhin in deiner eigenen Führungsenergie. Das heißt, das ist jetzt kein Mensch, der dich trägt, sondern du hast ja hier definitiv irgendwas Emotionales losgelassen, was dich auch mental blockiert hat. Und mit der Mäßigkeit bist du auch schon in dieser Energie von Anziehung, von Dualität, von Verschmelzung, von, ja, du bist in der Harmonie, im Einklang, im inneren Frieden und natürlich auch in der Geduld, ja. Das heißt, hier passiert ein Wandel. Auch das ist die Mäßigkeit nochmal als Bestätigung der ersten Impulse, die sich gezeigt haben. Okay, also, dein radikales Ende sorgt für einen radikalen Neuanfang. Schneller Paradigmenwechsel. Wir gucken auf das berufliche Liebesuniversum. Okay. Die flogen ja heute schnell raus. So rum war es, glaube ich, richtig. So. Was haben wir denn hier im beruflichen Aspekt? Zum einen den Prinz der Schwerter. Das ist ja der Ritter der Schwerter. Eine sehr schnelle Energie. Ja, du findest hier in irgendeiner beruflichen Angelegenheit eine schnelle Lösung, eine mutige Lösung, vielleicht auch eine unkonventionelle Lösung. Vielleicht gibt es ein kleines Problem auf Arbeit, könnte auch Personalmangel sein, der irgendwie gerade über die Feiertage so ein bisschen Probleme macht und dann hast du einen guten Einwurf, wie das Ganze zu managen sei, womit gefühlt aber auch alle dann konform gehen können. Oder es ist irgendein anderes Problem, ja. Du findest hier auf jeden Fall eine Lösung für irgendein Problem und bist da auch sehr, ja, du bist sehr schnell denkend in der Situation. Deine Entscheidungsfindung ist optimierter, du bist, wie gesagt, im Ehrgeiz, du verfolgst eine Strategie und das kann dir natürlich auch in Zukunft unglaublich dienlich sein. Ja, kommt so ein bisschen Organisationsfähigkeit gerade rein. Die 8 der Schwerter auf dem Kopf ist sogar auch gut, weil du löst hier Blockaden auf.
Du vertraust dir selbst wieder. Ja, du erkennst vielleicht auch, dass du Hemmungen hattest vorher. Vielleicht auch mal einen Lösungsvorschlag zu geben, ja, und dass du dich jetzt nicht mehr zurückhältst, dass du über deine Begrenzungen, deine Ängste, deine Zwänge hinausgehst und ja, wirklich mit klaren Gedanken dich aber auch nicht mehr in diese Opferrolle begibst. Ja, weil wenn sich jemand selbst gefangen hält, dann kommt auch sehr oft die Ausrede, ja, aber und der ist ja besser als ich und hier und da und tralala, ne? Man fühlt sich so ein bisschen als Opfer. Das machst du hier nicht mehr. Das ist sehr, sehr gut. Mit dem Turm gibt es hier auch Befreiung, Reinigung, ja, Druckentlastung. Ein wichtiges Ereignis sorgt auch manchmal für einen kleinen Zusammenbruch, letztendlich aber nur, um eine Veränderung herbeizuführen und dir natürlich deinen Optionen bewusst zu werden. Der Turm ist das Aufbrechen deiner alten Hülle. Man kann es hier auf der Karte auch ein bisschen erkennen, ne? Dieses Marmor, das löst sich, dieses Steinharte. Ja, die harte Schale löst sich und darunter kommt der zarte, zerbrechliche Mensch zum Vorschein. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der dir im Beruflichen unglaublich hilfreich sein kann, weil du gehst hier in die Anziehung. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen hier sogar noch einen Arbeitsvertrag, falls du darauf schaust, weil die Zwei der Kelche ist ja auch die Karte des Vertrages, der Bindung. Hier wird eine berufliche Verbindung eingegangen, beziehungsweise neue geschäftliche Verbindungen geknüpft, die dir in Zukunft dienlich sein könnten. Faszinierend. Also hier wird nicht nur im Rest des Jahres noch emotional aufgeräumt und ja, vielleicht das Jahresende mit einem neuen Menschen an deiner Seite gefeiert, sondern auch hier wird beruflich ausgeräumt. Ja, du gehst über deine Grenzen hinaus und das finde ich tatsächlich sehr gut. Trau dich, lieber Zwilling. So, was kriegen wir denn jetzt noch als Tipp vom Universum für die restliche Zeit? Was solltest du auf jeden Fall tun? Bleibe deinem Plan treu. Übernimm dich nicht, überarbeite dich nicht, arbeite methodisch. Ritter der Münzen ist eine sehr beständige, langsame Energie. Ja, ist es weiterhin verantwortungsvoll bleiben? Ja, kriege keinen Höhenflug. Egal, worum das geht, ja, bleib auf dem Boden der Realität. Auch das ist wichtig, weil nur wenn du auf dem Boden bleibst, hat das, was du aussiehst, natürlich auch letztendlich Hand und Fuß und kann Früchte tragen. Musst du dich aber auch drum kümmern. Sowohl in liebestechnischen als auch in beruflichen Angelegenheiten. Sonst wird das nichts. Also bring den Samen in die Erde und lass es dann im nächsten Frühjahr aufkeimen. Ganz gleich wie, spätestens dann weißt du auf jeden Fall, wo du stehst mit dem, was du hier in die Wege geleitet hast. Weil, wenn wir jetzt mal 3 Monate weiter gucken, dann sind wir schon in einer sehr, ja, festigenden Zeit, was so das Wachstum dessen angeht, was jetzt in die Erde gebracht wird. Ne? Wenn du hier einen Plan hast, dann verfolg den, bleib in der Verlässlichkeit. Hier gibt es auch noch mal gute Nachrichten zum Einkommen, aber wie gesagt, kein Höhenflug jetzt auf den letzten Metern des Jahres bekommen. Ja? Nicht noch mal schlechtes Karma aufhalsen für nächstes Jahr, was du ab wieder abarbeiten musst. So, was solltest du auf jeden Fall nicht mehr tun dieses Jahr? Musst du natürlich nicht. Ist so der Rat vom Universum. Was solltest du nicht tun? Was solltest du vermeiden? Was haben wir denn hier? Das Rad des Schicksals. Du solltest nach Möglichkeit, ja, die, wie gesagt, keine Belastungen mehr aufhalten jetzt im Rest des Jahres. Auch darauf achten, keine Chance zu verpassen. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es. Ganz einfach. Ja, das ist wichtig. Achte darauf, dass du nicht, ja, dich nicht selbst in die Handlungsunfähigkeit bringst und dadurch eben scheiterst und einen unerwarteten Rückschritt machst. Ich habe es letztendlich eigentlich auch schon gesagt. Ne, es ist wichtig, jetzt in der Verantwortung zu bleiben. Es ist wichtig, in der Ausdauer, in der Verlässlichkeit zu bleiben. Vor allen Dingen für dich, für deinen Seelenfrieden und für einen guten Start ins neue Jahr. Deswegen Obacht, ja, halte dir jetzt hier kein schlechtes Gewissen bzw. Karma denn natürlich auf und treffe keine unklugen Entscheidungen aus Impulshandlungen heraus. Das sagen quasi die Karten. Ja, ich bin fertig, ihr Lieben. Falls wir uns nicht mehr wiedersehen sollten, dann wünsche ich euch an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich versuche die Jahreslegung diesen Monat noch fertig zu machen. Guckt da gerne rein, würde mich sehr, sehr freuen. Ja,
Und jetzt entlasse ich euch in den restlichen Wochen. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Likes, für eure Kommentare, vielleicht auch für eure Abos. Ich würde mich sehr freuen und sage vielleicht bis ganz bald. Macht's gut!